Ja, hallihallo, moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Monkey Island 3. Wir sind endlich auf Blood Island angekommen, dem Juwel der Karibik. Und was müssen wir feststellen? Unsere Mannschaft meutert. Die meutern. Die wollen wieder ihren Friseurberuf nachgehen. Wer kann das denn glauben? Ich meine, Mindestlohn, so viel ist das nicht. Bei uns können sie Schätze rauben. Aber irgendwie scheinen wir als Kapitän nicht besonders überzeugungsfähig zu sein. Die wollen auf jeden Fall weg. Deswegen reparieren sie auch das Schiff. Wir haben von der Insel noch nicht viel gesehen. Ich bin dafür, dass wir das schleunigst ändern und hier uns mal ein bisschen umsehen, was hier so abgeht. Denn wir suchen einen Juwelenring, den wir dann Elaine umstecken können, damit wir den Fluch aufheben. Und Mensch, das sieht ja schon mal schön aus hier. Blood Island höchstwahrscheinlich wegen diesem Vulkan hier, der so aussieht, als würde er jede Minute ausbrechen. Dann haben wir hier Fragezeichen, dann haben wir da Fragezeichen, dann haben wir da Fragezeichen, dann haben wir überall Fragezeichen. Ich würde vorschlagen, wir gehen erstmal dahin. Das sieht nach Stadt aus, nach... Da haben wir auch noch Mann. Etwas. Seltsame Lichter. Zumindest wird das benannt. Hier haben wir eine Windmühle. Wir gehen erstmal dahin. Ich habe keine Ahnung. Wir können ja überall zuerst hin. Das ist ja hier wieder ein komplett neues Terrain, was wir erkunden dürfen nach Belieben. Ah, das sieht doch schon mal schön aus. Hier würde ich gerne einchecken. Das ist scheinbar hier das Hotel. Das angepriesene. Authentische Eingeborenenmaske. Ja, das muss es sein. Seht euch das mal an. Guckt euch das mal an hier. Das ist richtiges Kulturgut hier an den Wänden. Wahnsinn. Auf dem Etikett steht, hergestellt in Luxemburg. Oder auch nicht. Kann ich es mitnehmen? Nein. Nein. Mein Bauchrednerbuch, das darf ich immer nicht vergessen. Das kann man ja öfter mal anwenden. Wo ist mein Bauchrednerbuch? Wo ist mein Bauchrednerbuch? Nein! Mein Bauchrednerbuch ist weg. Ich bin untröstlich. Na gut, dann ist es halt weg. Sind das hier Cola-Flaschen an der Wand oder was ist das? Tiki-Laterne. Ach nee, das sind Gesichter. Ich dachte erst, das wären Cola-Flaschen oder was. Tiki! Zu sehen, wie diese Dinge angezündet werden, zaubert immer wieder ein Lächeln auf mein Gesicht. Ja. Nein. Pinnwand. Was ist denn da an der Tagesordnung? Spüren Sie die Macht der alten Vulkangöttin in Griswold Meistersuppe präsentiert? Hochexplosiv, das durchdringendste Showgirl-Kabarett der Karibik. In der Hauptrolle Wilhelmine, Verführerin des Kraters. Abends um 7. Ulala, das dürfen wir auf gar keinen Fall verpassen. Nein. Das ist hier die Bühne. Die ist aber relativ klein. Da habe ich mir jetzt ein bisschen mehr erhofft, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Sieht aus, als wäre das eine ganz schöne Show gewesen. Ja, Kochtopf, mal gucken. Das ist bestimmt lecker. Was da drin ist und wahrscheinlich seit Tagen rumsteht. Es ist ein großer, schwer aussehender, gusseiserner Kochtopf. Nehm ich. Ich werde den schweren Topf nicht ohne Grund mit mir rumschleppen. Gut, vielleicht finden wir denn auch irgendwo einen Grund dafür. Vielleicht müssen wir irgendwo was kochen oder jemanden den auf den Kopf setzen. Ne, wisst ihr noch, Monkey Island 1, da mussten wir ja auch einen Kochtopf als Helm benutzen, wo wir durch die Kanone geschossen wurden von diesen komischen Mario-Brüdern da. Der Wahnsinn. So, mal gucken, ob jemand zu Hause ist. Zumindest brennt das Licht. Das wäre energieverschwenderisch, wenn keiner zu Hause ist. Es ist jemand zu Hause. Eine Wahrsagerin. Ein Barmann. Ist ja Wahnsinn. Ich finde das immer so aufregend, neue Gebiete zu erkunden, die man halt noch nicht kennt. So, wie sich's gehört, reden wir erstmal mit dem Barmann. Oder gucken wir uns erstmal an. Der sieht ein bisschen erschöpft aus. Der schläft. Es ist der Barmann. Ahoi, Kamerad. Hi, ich bin Guybrush Threepwood und ich... Hör auf zu brüllen. Ich habe nicht gebrüllt, ich habe nur... Oh, ich habe einen schrecklichen Kater. Bring mir etwas, wovon ich einen klaren Kopf bekomme und ich werde mit dir sprechen. Und sei leise. Oh, habe ich da was? Hier, Rasierwasser. Ich glaube nicht, dass er das mögen würde. Ja, ich hatte eigentlich gehofft, dass er dadurch einen klaren Kopf kriegt. Hier, so ein halb gegessener Keks. Ich glaube nicht, dass er das mögen... Ich glaube nicht, dass ich etwas im Inventar habe, was ihn wieder zur Vernunft bringt. Ja, ein Barmann, der mitsäuft, ist eigentlich nicht unbedingt... Ne, man soll das Stoff, den Stoff, den man verkauft, den soll man nicht selber konsumieren. Guckt euch Scarface an. Gewürzgurken. Na, die schlagen mir sofort auf die Linie. Gewürzgurken machen noch nicht dick. Hab noch nie gehört. Gewürzgurken. Machen Gewürzgurken dick? Ich habe jahrelang Gewürzgurken gegessen. Ich bin dick. Aber ich schließe nicht, dass das an den Gewürzgurken... Ich wurde mein Leben lang belogen. Es ist das Bild von einem wirklich vertrottelt aussehenden Möchtegern-Pirat. Oh, warte mal. Haha. Den mitnehmen? Nein, nein. Fass das nicht an. Oh, mein Kopf. Okay, er passt trotzdem noch auf. Kann ich das leere Glas zumindest mitnehmen?
Oh, lass das. Mach nur, dass die Schmerzen aufhören. Bitte. Das klappt auch nicht. Nacho-Chips-Maschine. Das ist geil. Ich mag Nachos. Ich esse mal im Kino am liebsten die mit Käsesoße. Ist immer am besten. Ich wette, die ist noch nie gereinigt worden. Das macht nichts, das verfeinert den Geschmack. Auch Fritteusen sollte man nie reinigen und immer das alte, ranzige Fett am besten über 30 Jahre benutzen. Dann ist es das Beste. Nein. Ich wollte jetzt eigentlich gar nicht reden. Die Gabel steckt in all dem geronnenen Käse fest. Ja, dann nur noch mit. Die Gabel steckt in all dem geronnenen Käse fest. Anscheinend kriegt das nicht mit, okay. Da steht, sei ein Grogmann. Boah, warum auch nicht? Trink Grog. Ja, unterschwellige Botschaften hier, die zum Alkoholismus verführen. Finde ich nicht in Ordnung, Lukas Arzt, ne? So, hier haben wir die Wahrsagerin. Reden wir doch mal mit der. Die sieht auch total glücklich aus, oder? Guckt euch die an. Ihren dicken Bäckchen. Richtig rosig glänzt sie da. Vor Freude. Madame Xema. Xima, Madame Xima, Madame Xima, Madame Xima! Hüterin der alten Künste des Wahrsagens und des Omendeutens. Herrin der Weissagung. Cool, Sie sind eine Hellseherin. Das und so vieles mehr. Mehr, wie rollt das R? Sie hat kein Exem, sie ist Madame Xima. Hallo, Madame Xima. Sie ist eine sehr authentische Zigeuner-Wahrsagerin. Ja, die Zigeuner. Zigeuner sagt man heutzutage nicht mehr. Wir sind politisch korrekt. Die ist entweder Sinti oder Roma. Mal gucken, ob wir das erfahren. Ich fühle eine dunkle Aura, die mich überkommt. Hallo. Ah! Bitte, sei leise. Kein Geschrei. Oh, mein Kopf. Sag mir mein Schicksal voraus. Sag mir mein Schicksal voraus. Kennst du vielleicht ein gutes Mittel gegen einen Kater? Ja, das könnten wir auch noch erfahren. Weißt du irgendwas über das, den verlorenen Ring vom Blatt? Ja, dann gehen wir nochmal chronologisch vor, ne? Erstmal will ich mein Schicksal natürlich wissen. Höchstwahrscheinlich hat es mit Tod und Verderben zu tun. Das hat uns ja, glaube ich, schon die Voodoo-Priesterin prophezeit. Sag mir mein Schicksal voraus! Sag mir mein Schicksal voraus! Ich glaube nicht, dass du etwas darüber hören möchtest. Es gibt Dinge, die ein Mensch besser nicht wissen sollte. Aber es gibt schon so viele Dinge, die ich nicht weiß. Ich will meine Zukunft kennenlernen. Nein. Du bist nicht dazu bestimmt. Ich wette, du kannst das gar nicht. Das ist das Problem. Du kannst es nicht und hast Angst, dass jeder herausfinden wird, dass du nur eine Schwindlerin bist. Weißt du, ich könnte dich mit einem Fluch belegen, der jeden Bissen Nahrung, den du zu dir nimmst, in eine ausgehungerte Kakerlake in deinen Gedärmen verwandelt, die dir den qualvollsten Tod bereitet, den du dir vorstellen kannst. Oh. Also, wirst du mir jetzt mein Schicksal voraussagen oder nicht? Ich scherze nicht. Okay, okay. Ja, dann mach doch mal. Klingt verlockend. Was steht für mich in den Karten? Ruhm? Glück? Eine Romanze? Nun gut. Wir werden die Karten befragen. Der Prozess, die Tarotkarten zu lesen, ist sehr kompliziert. Jede gezogene Karte sagt ein kommendes Ereignis in deinem Leben voraus. Wenn man sie zusammensetzt, erzählen sie die Geschichte deiner Zukunft. Eine Zukunft, gefüllt mit überraschenden Wendungen und... Ah! Ach du meine Güte, hör auf zu schreien! Was ist los? Ist das ein gutes... Ah! Es ist der Tod! Im Tarot bedeutet Tod nur Veränderung, nicht wahr? Ich meine, das ist nichts, was einen beunruhigen sollte, oder? Ja, sicher. Was immer du sagst. Nun gehe bitte. Naja, gut, vielleicht verursache ich ja auch den Tod von jemand anderem, von LeChuck zum Beispiel. Das kann man natürlich auch so interpretieren. Kann ich die mitnehmen? Sieh mal, ein dreiköpfiger Affe. Oh, dann sind die Prophezeiungen also wahr. Sehr schön. Wo? Ich sehe nichts. Er muss fortgelaufen sein. Dies ist ein sehr schlechtes Omen. Jetzt habe ich eine Tarotkarte mit dem Tod. So, wir waren aber noch nicht fertig, Fräulein, ne? Nochmal, kann ich vielleicht noch ein paar mehr sammeln? Na gut. Kennst du vielleicht ein gutes Mittel gegen Kater? Menschen meines Schlages sind darin bewandert, vernebelte Geister zu klären. Die Vorgehensweise ist einfach. Zuerst musst du 4 Dutzend Blutegel finden. Blutegel? Dann hänge das Opfer verkehrt herum an die Spitze einer Birke. Verkehrt herum? Errichte ein Feuer unter dem Opfer. Benutze dazu als Brennmaterial 20 Gallonen Alkohol und Fledermausexkremente. Exkremente?
Entkleide dich vollkommen, tanze um das Freudenfeuer und singe in der Sprache der Alten. Okay, einen Moment, das wird mir jetzt ein bisschen zu merkwürdig. Na, was soll ich sagen? Es funktioniert. Danke, aber ich glaube, ich probiere etwas anderes. Ja, wie wär's mit einer Aspirin oder so? Weißt du irgendwas über den verlorenen Ring von Blood Island? Ich spüre großen Kummer in Verbindung mit diesem Ring. Und einen großen Verlust in Form eines wunderschönen Diamantens. Wo ist der Diamant? Ich sehe eine dunkle Höhle voller bösartiger Männer. Und einen Ort des Todes. Eine dunkle Insel in Form eines gigantischen Totenkopfes. Okay, mach noch mal die Tarotkarten, bitte. Da kann etwas nicht stimmen. Leg mir noch mal die Tarotkarten. Dein Schicksal kann man nicht falsch verstehen, Guybrush. Die Karten lügen nicht. Aber wenn du unbedingt darauf bestehst... Und wieder einmal, es ist der Tod! Das kann doch nicht sein. Kann nicht sein! Soll ich die jetzt sammeln? Soll ich da jetzt ein richtiges Kartenspiel draus machen? Ich fühle mich, als hätte ich jetzt mehr Glück. Leg mir nochmal die Tarotkarten. Mit Glück hat das hier nichts zu tun, Guybrush. Es ist dein Schicksal. Wie auch immer, lass sehen, was die Karten diesmal sagen. Die Karte bedeutet Tod. Bist du sicher, dass du nicht vom Boden des Kartenstapels gibst? Erinnerst du dich an den Fluch, von dem ich dir erzählt habe? Okay, okay. Das kann doch nicht sein. Die kann doch nicht nur Todkarten in der Hand haben. So, jetzt habe ich auch ein gutes Gefühl. Mehr als drei hat die doch wohl nicht. Gib's mir. Gib's mir. Tod. Wie viele von diesen Karten hast du eigentlich? Ja, irgendwie bin ich auch ganz verwirrt. Okay, ich will sehen. Wie wär's damit, mir nochmal die Tarotkarten zu legen? Dies ist das Werk des Bösen, Guybrush. Das Schicksal hat sich gegen dich verschworen. Und kein Mensch kann dagegen etwas unternehmen. Dein Weg ist vorherbestimmt. Okay, ich hab verstanden, was du meinst. Wirklich. Nur noch einmal für Guybrush. Lass mich raten. Tod. Verlasse diesen Ort. Hä? Du bringst uns alle in Lebensgefahr. Deine Gegenwart wird uns nichts als Krankheit, Verderben und Tod bringen. Oh ja? Nun... Dämon! Dämon! Ach, quatsch mal nicht rum. Ich glaube an so einen Quatsch sowieso nicht. Ich habe zwar damals immer bei Astro TV angerufen, aber das war früher. Man hat mir eigentlich immer nachgesagt, dass ich ein lustiger Zeitgenosse bin, ne? Dass ich Tod und Verderben bringe, glaube ich nicht. Macht sie nochmal? Madame Xima, ich... Hinfort! Du wirst allen, die dich umgeben, den Tod bringen. Das kann nichts Gutes hervorbringen. Habt ihr gesehen, wie ihr Auge funkelt? Das ist ja Wahnsinn. So, jetzt habe ich ganz viele Tarotkarten. Na gut, dann gehen wir mal ein bisschen weiter. Ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Von dem kann ich sowieso nichts mitnehmen, weil der sieht ja alles. Immer noch ein Porträt. Das will ich mir noch mal anschauen. Es ist eine schamlose Grog-Reklame. Überall wird hier der Alkohol angepriesen. Okay. Mein Gott, was ist hier alles nicht gibt, du? Baron Karl Lambert Fressack Meistersuppe. Pionier der Crouton-Technologie. Er sieht dem Karl an der Bar ziemlich ähnlich. Hm. Ich mag Croutons. Minervas Droneheim Meistersuppe. Baronin von Borscht. Borscht? Ist das nicht irgend so ein russisches Eintopfgericht? Ich glaube ja. Bin mir nicht sicher. Hallo, ist das mein Zimmer? Nee, das ist hier eine Abstellkammer. Wie gesagt, ich gucke mich jetzt erstmal nur um, ne? Große Rätsel werde ich noch gar nicht, weil ich ja noch nicht so genau Anhaltspunkte habe. Aber ich habe ja noch genug Zeit für das Ganze. Außerdem habe ich hier noch genug Punkte an der Insel, die ich mir angucken muss, will und... Ich kann ihn nicht herausziehen. Okay, habe ich da schon was irgendwie, wenn ich das schon mal zufällig sehe? Aber nichts irgendwie zum Greifen oder so, ne? Vielleicht der Arm, aber ich glaube eher nicht. Ich kann den Skelettarm nicht damit benutzen. Das wissen wir ja. Es ist ein Haufen alter Porträts der Familie von Salat. Und ich dachte, die Meistersuppes wären ein unscheinbarer Verein. Ich mag Salat nicht so gerne. Doch, eigentlich schon. Ich bin immer nur zu faul, den zuzubereiten. Es gibt auch Fertigsalat, ich weiß, aber irgendwie... Ach, ich weiß auch nicht, Kinder. Was soll ich sagen? So, gehen wir da mal rein. Vielleicht befindet sich dort ja noch jemand. Sie ist verschlossen. Vielleicht klopfen. Zimmerservice. Das hilft nichts, da ist anscheinend keiner drin. Gut, Kinder.
Ich vorschlagen, dass wir hier erstmal durch sind mit dem Erkunden. Hier gibt es bestimmt einiges zu tun. Ein Anhaltspunkt ist, dass wir den Barmann erstmal wieder auf Vordermann bringen. Ich glaube, mit Madame Zimmer gibt es nicht mehr allzu viel zu tun. Könnte mich natürlich auch irren. Hier ist noch eine Tür. Oha. Käserad. Was? Kühlschrank mal. Alter. Ist hier nix. Gucken wir uns doch erstmal das Käserad an. Extra großes Käserad für die ganze Familie. Ich glaube, aus diesem Zeug machen sie Nachos. Ist das Babybell-Käse? Hm. Ich kann nicht das ganze Käserad aufnehmen. Gut, aber da kann ich vielleicht mit dem Dings hier, mit dem... Habe ich nicht noch den Keksstecher? Den habe ich auch nicht mehr. Was rausschneiden? Ich brauche etwas, mit dem ich ein Stück abbrechen kann. Abbrechen? Ja. Diese Kuchenform würde hier nichts nützen. Gut, da habe ich höchstwahrscheinlich den Gegenstand noch nicht in der Hand, womit ich etwas abbrechen kann. Kühlschrankmagnet, den nehme ich mit. Big Whoop! Der legendäre Schatz! Wer kennt ihn nicht? Es ist ein Big Whoop Souvenirmagnet. Sehr schön. Ich möchte wirklich nicht wissen, was darin ist. Bestimmt irgendwas Menschliches, Eingefrorenes. Ja, gut, das ist ja also die Speisekammer, sag ich mal. Gut, Kenners, hier sind wir erstmal durch. Das nächste Mal gehen wir dann dahin oder dahin oder dahin. Wie viele Plätze es hier gibt? Das ist Wahnsinn. Vorne in der Sonne. Ich freue mich drauf. Ihr hoffentlich auch. Tschüss.